Ja, wie stoppt man denn diesen Erling Haaland? Wie oft noch Haaland, hä? Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim BVB. Neben mir begrüße ich unseren Geschäftsführer Horst Held und unseren Trainer Markus Gisdol. Uns begleiten morgen Abend 8000 Fans nach Dortmund. Das ist alles angerichtet und ich bitte euch, bitte Sie um Ihre Fragen an die beiden Herren. Wer möchte loslegen? Frank Lucem für den Kicker. Trainer, bereitet man die junge Mannschaft mit den doch sehr jungen Spielern auf Dortmund anders vor, angesichts dessen, was sie da erwartet in Deutschlands Fußballoper? Nein. Ich bin ein großer Freund davon, zunächst einmal die Mannschaft auf die Fakten des Spiels vorzubereiten. Die Jungs sind alle zunächst einmal in ihrer Jugend Fußballfans, große, schauen sich Spiele an und nehmen natürlich im Laufe der Zeit auch sehr gut wahr, dass es Stadien gibt, die etwas Besonderes haben. Und das mache ich nicht extra nochmal zum Thema, was die Atmosphäre in Dortmund angeht. Die kann sich jeder ein Stück weit vorstellen, aber vielleicht auch nicht im Detail. Und ein paar so Überraschungsmomente hast du halt auch, wenn du das erste Mal dann dort stehst. Dann ist es ein bisschen besonders. Aber in unserem Stadion ist es auch immer sehr laut, wenn es zur Sache geht. Deswegen haben die Jungs schon auch mit sehr viel positiven Erfahrungen zuletzt auch Lautstärke gut wahrnehmen können und gut umsetzen können dann ihre Aufgaben trotzdem. Marc Merten für den Geistblock. Ja, Dortmund hat in Augsburg ein interessantes Spiel hingelegt, defensiv wie offensiv. Mit offensiv kommt jetzt ein neuer Spieler hinzu, Haaland. Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Wie können Sie die Mannschaft auf ihn einstellen oder ist er nur einer von vielen? Ich sage mal so, Dortmund hat eine ganze Reihe an exzellenten Spielern. Ob jetzt da nachher Sancho, Hazard, Reus, Götze oder wer auch immer zum Schluss spielt, das ist immer eine Top-Qualität. Mit Haaland hat BVB vielleicht noch mal eine neue Komponente dazu gewonnen, weil sie so einen Spieler in der Form jetzt nicht hatten und der Spieler auch in Salzburg natürlich schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns sehr stark auch wieder auf uns konzentrieren und den oder vielleicht den ein oder anderen Spieler besonders zu beäugen, das kann man machen in der Spielanalyse und, den Spieler und unsere Jungs mal auf Einzelheiten darauf hinzuweisen. Aber zum Schluss gilt es auch, jeden einzelnen Spieler vom Gegner als Mannschaft gut zu verteidigen. Ja, und da werden wir dran ansetzen. Christian Limberopoulos für Sky. Ja, was ist für den ersten FC Köln jetzt möglich? Man hat ja nach den 4 Siegen jetzt viel Selbstbewusstsein. Was ist möglich in Dortmund? Wollen wir sehen. Ich halte gar nichts davon, solche Spiele dann, nachdem du ein paar Erfolgserlebnisse im Rücken hast, so zu gestalten, dass du sagst, wir wollen da hinfahren und es genießen oder wir haben da nichts zu verlieren. Nein, wir wollen das wieder zeigen, unseren Fußball wieder zeigen, daran, wo die Mannschaft jetzt Spaß gefunden hat, wie wir spielen wollen, das auch gegen Dortmund versuchen, auf dem nächsten Level vielleicht auch dann zu präsentieren. Wir werden dort eine Top-Leistung bringen, wir werden dort eine Top-Leistung auch brauchen, um bestehen zu können. Aber natürlich ist es nochmal ein anderer Schritt und nochmal eine nächste Herausforderung. Aber wir fahren sicher nicht dorthin, um irgendwie uns die Zeit zu vertreiben. Limbo, bitte. Ja, der junge Spieler, der jetzt so für Furore sorgt und in aller Munde ist, Erling Haaland, wie schätzen Sie ihn ein? Ist er ein Phänomen? Ist dieser Hype, der jetzt um ihn entstanden ist, das gerechtfertigt? Ist das so ein Wunderstürmer wirklich? Muss man abwarten. Guter Spieler mit tollen Voraussetzungen, der natürlich
Das ist gerade für so einen Burschen wie ihn. Und es hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, wenn du in Salzburg in Österreich spielst und in jedem Spiel gefühlt eigentlich 5 Tore schießen kannst, weil deine Mannschaft haushoch überlegen ist, dann ist es speziell ja für Angreifer oftmals eine tolle Entwicklungsmöglichkeit. Da hat ja Salzburg deswegen auch wirklich viele tolle Spieler entwickeln können, genau über diese Schiene. Und das hat er ja momentan auch noch. Er hat ja jetzt auch diese Erinnerungen noch und dieses Selbstvertrauen und alles. Das muss man einfach sehen, wie weit kann sich das in einer Liga, die natürlich deutlich stärker ist wie die österreichische Liga, also unsere Bundesliga, wie weit kann man das dort stabilisieren und auch weiterentwickeln. Aber das ist nicht unsere Sorge, sondern ich bin kein Freund von diesen Hypes. Ja. Ein Spieler, der kommt jetzt rein, macht 3 Tore, schön, ein paar Schlagzeilen. Und wenn er am nächsten Spiel nicht trifft, dann war es schon eigentlich nicht mehr so toll mit ihm oder wie auch immer. Also guter Spieler, der sicher eine große Zukunft vor sich hat, aber wie die Entwicklungsschritte bei so Jungen oftmals sind, ist auch manchmal nicht ganz hervorsehbar. Oder vorsehbar. Ja. Lukas Berger für Sport1. Hallo Herr Gisdol, Frage auch an der Stelle, kommen wir zu Ihrer Mannschaft. Wie erklären Sie sich den kurzfristigen Erfolg und was haben Sie in der Zeit anders gemacht, dass es jetzt so funktioniert? Also zunächst mal ist es kein Zufall. Und es war nicht nur Glück, dass die Mannschaft jetzt gepunktet hat, sondern die Mannschaft hat jetzt einfach auch Spaß daran gefunden und es so ein Stück weit auch zu ihrer Sache gemacht, wie wir agieren wollen auf dem Platz. Und das spürt man. Ja. Die Jungs sind total offen gewesen, das habe ich gesagt von Anfang an, und haben dann gemerkt, dass wir zusammen uns entwickeln können. Und wir haben uns vor allen Dingen als Team entwickelt. Ja. Auch wenn bei uns auch wieder auch das gleiche Thema ist, dass immer wieder einzelne Spieler da hervorgehoben werden, aber wir haben uns vor allen Dingen als Team entwickelt. Abläufe gegen den Ball und mit dem Ball als Team einstudiert, trainiert. Und das hat uns zunächst mal jetzt auf den richtigen Weg gebracht, um wettbewerbsfähig zu sein und dann auch das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Und das ist genau unser Weg auch für die nächsten Tage und Wochen. Und dürfen wir nicht verlassen, sondern wir müssen unsere Mannschaft immer, oder ich messe meine Mannschaft immer daran, wie sie ihre Jobs, ihre Aufgaben erledigt in der Trainingswoche und dann auch im Spiel. Und die Ergebnisse, die kommen dann sozusagen als Folge von dem, wie wir das machen. Christopher Lemperoblos. Ja, wie stoppt man denn diesen Erling Haaland? Wie oft noch Haaland, hä? Also, ich weiß nicht, wann die PK ist von BVB, aber vielleicht fahrt ihr nachher darüber, weil da gibt es mehr Informationen zum BVB als wir hier. Ja. So wie ich es vorher schon gesagt habe, also wir haben ja noch den großen Bus, mit dem wir rüberfahren, vorm 16, und wir nehmen 3 Busse. Und, nein, also Spaß beiseite. Wir haben einen guten Spieler, aber wir haben auch viele gute Spieler. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht können wir ihn stoppen, vielleicht aber auch nicht. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir es Haaland und Co. so schwer wie möglich machen. Wir würden jetzt aber einen Riesenfehler machen, wenn wir uns nur auf den einen Spieler in Dortmund konzentrieren. Mirko Frank für die Bild-Zeitung. Frage an Herrn Held, wie ist denn der Stand bei Benedikt Höwedes? Leider unverändert. Wir sind oder müssen uns weiter in Geduld üben. Klar ist, dass irgendwann auch mal überreizt ist und wir auch dann Klarheit brauchen, aber nicht am heutigen Tag. Aber so langsam ist es für uns natürlich auch wichtig, eine Klarheit zu bekommen. Also es ist nach wie vor so, dass wir Interesse haben. Es ist nach wie vor so, dass Benedikt sich das sehr, sehr gut vorstellen kann. Und trotz alledem gibt es zurzeit verschiedene Haltungen, die es einfach erschweren und es auch heute nicht erkennbar ist, dass es dazu eine Lösung kommt. Wie lange wird die Geduld dann gehen? Bis Ende der Transferphase oder sagt man Ende der Woche oder? Da habe ich mir jetzt selbst noch kein Zeitfenster, oder wir haben uns da selbst noch kein Zeitfenster gesetzt, möchte ich auch nicht. Ich glaube, dass das dann situativ
von uns gemeinsam in Absprache mit Benedikt entschieden wird. Das Mikro ist unterwegs zu dir, Marc. Daran anschließend, gäbe es denn noch den Gedanken an Alternativen, falls das nicht klappen sollte, oder ist es Hövedes oder keiner? Es gibt mehrere Gedankengänge, natürlich auch parallele Gespräche und Überlegungen, die schon geführt werden, Alternativen dann umzusetzen, nicht aufzubauen, sondern vor allen Dingen auch umzusetzen. Also wir führen natürlich schon Gespräche parallel, aber wir nehmen uns auch das Recht heraus zu sagen, das, was wir von Anfang an gesagt haben, wir machen nur das, wovon wir auch vollumfänglich überzeugt sind, und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir bei allen anderen Alternativen, die wir haben, nicht überzeugt sind, kann es auch dadurch führen, dass wir sagen, wir werden keine weiteren Verstärkungen zu uns holen. Das kann auch eine abschließende Überlegung sein. Offen, sozusagen, nach wie vor. Gerne, Marc. Ja, daran anknüpfend zwei Spiele, über die Sie sich auch Gedanken machen, weil Sie hervorgestochen haben in den letzten Wochen, John Cordoba und Noah Katterbach. Beide mit Verträgen bis 2021, wenn die Informationen stimmen. Wie stehen da die Gespräche über Verhandlungen, über Verlängerungen an? Wie ist da der Stand? Also grundsätzlich bin ich d'accord damit, dass man natürlich seine Hausaufgaben machen muss. Das ist ja keine Frage, aber ich glaube, das Spannende ist halt einfach, wie definiert man seine Hausaufgaben? Es wäre sehr überraschend für mich, wenn der 1. FC Köln oder in dem Fall ich jetzt anfangen würden, erst Gespräche zu führen über eine mögliche gemeinsame Zukunft. Also natürlich laufen nicht nur bei den beiden, auch grundsätzlich geht es, einen Kader zu planen, auch über die Saison hinaus, und Gedankenspiele und aber auch dementsprechende Gespräche. Es ist nicht immer gleich damit verbunden, dass das dann auch öffentlich kommuniziert wird. Das ist das eine. Das zweite ist, vielleicht mal darauf hinweisen möchte, ist, dass wir unsere Aufgabe oder meine Aufgabe als Verantwortlicher des 1. FC Köln das nicht so definieren, dass ich nicht temporär immer nach Höhen oder Tiefen agieren sollte oder kann, sondern es muss ja eine grundsätzliche Überzeugung erstmal vorhanden sein, zu sagen, das ist ein Spieler, der macht einen guten Job, erkennbar, da ist noch vielleicht noch Luft nach oben und das passt zur Entwicklung in den kommenden Jahren. Diese Einteilung der jeweiligen Spieler, die findet ja permanent statt. Das heißt also, ich kann mich nicht treiben lassen von dem Moment. Nehme das Beispiel Cordoba, der macht das ganz herausragend gut. Das war aber auch schon im alten Jahr erkennbar. Es war auch in der Vorbereitung erkennbar, dass er sehr, sehr konzentriert arbeitet. Und es ist kein Zufall, dass er jetzt das halt auch in Tore ummünzt. Was ich damit sagen will, wir sind fein in der Konstellation, in der wir uns jetzt gerade befinden, weil dadurch, dass er so eine gute Leistung bringt, hilft uns das bei unserem übergeordneten Ziel, nämlich die Klasse zu halten, kann einen wesentlichen Teil dazu beitragen, würde auch implementieren, dass er halt Gefallen dran findet, hier weiter Fußball zu spielen. Das heißt also, Vertragsgespräche, Inhalte lassen sich dann weiter besser umsetzen. Und das Dritte ist, am Ende vom Tag sollte es auch zu so einer Situation kommen, wo man sagt, es gibt keine Lösung, dann haben wir einen Spieler, der eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, dann auch dementsprechend die Möglichkeit, den auf dem Markt zu platzieren. Aber all das findet in Ruhe statt, all das versuchen wir außerhalb der Öffentlichkeit dann halt auch umzusetzen, und deswegen ist da keine Hektik angesagt und keine Nervosität und schon gar nicht durch eine öffentliche Aufmerksamkeit sich treiben zu lassen. Wir haben einen Plan, ich glaube, das ist das Wichtigste in allen Personalien, und die werden wir abarbeiten, wie wir das für notwendig und für richtig halten. Und deswegen, ich freue mich, dass der zurzeit richtig gut unterwegs ist und sehe da nur Vorteile für den 1. FC Köln. Und bei Noah ist es ähnlich. Frank Lucem nochmal. Herr Trainer, ganz kurz zur personellen Lage, alles bis auf Lasse fit? Alles soweit im grünen Bereich. Wir sind gut gestartet in die Trainingswoche. Haben jetzt keine größeren Blessuren neuerdings vorliegen. Marco Höger ist jetzt wieder
im Einsatz gewesen, auch so, dass wir nochmal Möglichkeit mehr haben. Und hoffe, dass wir jetzt durch die nächsten zwei Einheiten genauso gut durchkommen, auch wenn wir nochmal intensiv jetzt in die Spielvorbereitung reingehen wollen, was unsere Idee für den Freitag angeht. Aber klopft man immer her, dass alles weiterhin gut bleibt. Wo ist er? Wo steht er? Stück für Stück würde ich sagen, bei ihm sollte man nicht den Fehler machen, ihn irgendwie mit einem Zeitfenster zu treiben. Er hatte eine unglaublich schwere Verletzung, er ist aber in Plan aktuell, sieht gut aus, ist auch schon immer wieder am Ball. Ich möchte da keinen Zeitpunkt nennen nach so einer langen Phase der Rekonvaleszenz, dass man dann sagt, okay, da und da wird er wieder zur Mannschaft kommen. Unsere Reha-Trainer machen da einen richtig guten Job mit ihm zusammen. Und da bin ich immer ein Freund auch davon, nach so einer langen Zeit lieber mal einen Tag mehr oder eine Woche mehr zu nehmen und ihn dann aber stabil wieder zurückzuhaben. Aber das sieht alles sehr gut aus. Er ist auch wieder, man merkt es an seinem Gesichtsausdruck auch, wenn man ihn sieht. Ja, er ist wieder Land in Sicht bei ihm und das ist schön zu sehen. 9 Monate ausgefallen. Ja. Ne? Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich ganz lieben Dank, Ihnen einen schönen Nachmittag und euch viel Erfolg am Freitagabend. Dankeschön. Danke.